Heute zu Gast im Studio haben wir den CIDO Markus Sontheimer. Ich habe tatsächlich vor 27 Jahren hier das Studium abgeschlossen, das heißt vor 30 Jahren begonnen. Also ich habe dann auch 7 Semester hier studiert. Aber das war für mich schon ein Schritt, ja, so raus vom schönen Bodensee und jetzt ins Studium rein. Von dem her erinnere ich mich sehr gerne an die Zeit zurück, ganz klar. Prima. Mal jetzt so unter uns, also hat sich's dann gelohnt? Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es war damals sicherlich ein Schritt für mich, weil ich der einzige Akademiker dann werden wollte in der Familie. Also aus dem Umfeld heraus sicherlich neu. Wenn ich jetzt zurückgucke natürlich, ja, ich war Vorstand 5,5 Jahre bei Schenker AG, Nummer 3 in der Welt in der Logistik. Ich bin jetzt in der Geschäftsführung der ISS, ein dänischer Facility Manager mit 400.000 Mitarbeitern. Es hat sich auf jeden Fall finanziell für mich, für die Familie gelohnt. Es sind hochinteressante Aufgaben. Man kann Transformation managen. Ich bin 53, noch voller Energie. Und von dem her für mich persönlich als Mensch total. Und vor allem eben auch, weil man unheimlich interessante Inhalte machen kann. Und ich sage auch oft zu den Studenten, ja, wenn man morgens aufsteht und Zeit verbringt in der Firma, dann muss das einfach mit guter Energie und Freude sein, ja, sonst ist es verschwendete Lebenszeit. Und für mich war natürlich das Studium das Eingangsticket. Ja. Ohne dieses Eingangsticket in diese Welt wäre ich heute nicht, wo ich bin, ganz klar. Was hat sich denn so im Wirtschaftsingenieurwesen geändert seit deiner Zeit, deiner Ausbildungszeit? Ja, also ich habe mich damals für Wirtschaftsingenieurwesen entschieden, weil es auch damals sehr gute Berufsaussichten geht. Also ich war damals schon ein sehr rationaler junger Mann und ich wollte was studieren, wo ich hinterher einen guten Job kriege. Also das war schon sehr fokussiert. Ja. Und diese Mischung aus Technik und Betriebswirtschaft, das war eigentlich das, was mir gefallen hat. Ich hatte vorher eine Ausbildung gemacht, hier in der betriebswirtschaftlichen Seite. Und diese an den Schnittstellen zu arbeiten, das war ja auch das Konzept des Studiengangs. Ja. Dieser Skill, der ist heute genauso gefragt wie damals. Als Wirtschaftsingenieur hat man eben nicht nur digitale Technik, sondern man hat zu meiner Zeit damals eben auch noch Elektronik, Regelungstechnik, man hat auch Mechanik gemacht, also der klassische Maschinenbau. Und das stellt einen natürlich relativ breit auf. Und was man eben lernt, sind eben Methoden, Projektmanagement-Methoden, Prozesse definieren. Und ohne diese, sagen wir mal, elementaren Skills kann man auch keine Digitalisierung machen. Mm, ja. Natürlich hat sich die digitale Welt verändert. Die Cloud ist da, die Robotics in der Software ist da. Und die Geschäftsmodelle sind da. Das war sicher ein Thema, das hatten wir nicht diskutiert früher und nicht gelernt. Ja, wie baut man Geschäftsmodelle? Aber die gab es natürlich vor 27 Jahren auch noch. Also ich würde schon sagen, wir haben das Thema Digitalisierung dann zum Thema gemacht in der Hochschule. Es gibt jetzt auch über die Hochschule hinweg quasi eine Quer-Digitalisierungsinitiative, weil Digitalisierung eigentlich in jedem Studienbereich heute stattfindet. Anderes wichtiges Thema ist ja auch das Thema Nachhaltigkeit. Wir bauen momentan den Wirtschaftsingenieur ziemlich tiefgreifend um und nehmen sehr viele Aspekte der Nachhaltigkeit auch da drin auf. Ja. Was hältst du davon? Ja, das kann ich nur unterstützen. Es gibt im Prinzip heute, kann man sagen, auch bei der ISS, wo ich arbeite, ich würde sagen, 2 ganz große Themen. Ein Thema ist Nachhaltigkeit, ein Thema ist Digitalisierung. Das ist ein Thema, das ist auch in Kundengesprächen. Ja, egal welchen Kunden wir haben immer Nachhaltigkeitsziele drin, wir haben immer Automatisierung, Innovation, digital drin. Nachhaltigkeit, ich meine, ich habe selber Kinder, ja, von dem her, das ist überhaupt keine Frage, ist für mich auch ein persönliches Thema. Mhm. Und zum Schluss zahlt sich das natürlich auch aus, ja. Weniger verbrauchen, weniger Quadratmeter, ja, weniger Energie in Gebäuden für uns, in meinem Fall jetzt beim Facility Management. Also Routenoptimierung damals bei Schenker. Es ist natürlich ein Thema, dass Digitalisierung oft eben Skills braucht, wie Mathematik, Data Science Skills, ja. Es gibt viele neue Skills, die man früher nicht gelehrt hat. Und von dem her glaube ich, Nachhaltigkeit, Digitalisierung sicher absolute Schwerpunkte mit tollen Arbeitsplätzen in der Zukunft. Und von dem her finde ich die Ausrichtung natürlich total klasse. Prima Stichpunkt auch, was du gerade sagst mit Kundengesprächen. Also sowohl Digitalisierung als auch Nachhaltigkeit sind ja Themen, wo eigentlich auch
sich das durch die Wertschöpfungskette sozusagen fortpflanzt. Also euer Kunde erlegt euch quasi auch seine Nachhaltigkeitsziele mit auf. Ja. Ja, super interessant. Kommen wir nochmal zu deinem Studium. Mhm. Doppelfrage. Hältst du noch Kontakt zu deinen Kommilitonen und kannst du dich an irgendeinen Schabernack, irgendeine Anekdote erinnern aus deiner Studienzeit? Ja, also ich sage mal so, natürlich halte ich noch Kontakt. Ich hatte den Vorteil damals, dass ich eben auch in die Studentenverbindung eingetreten bin. Da ist ein organisierter Kontakt geblieben. Ich engagiere mich ja jetzt eben auch im Verein der Freunde. Das ist einfach jetzt auch die Phase mit über 50, wo man mal zurückgibt. Ich habe selber Kinder, die studieren. Da war der Verein der Freunde, bietet sich eben auch an, zurückzugeben. Von dem her, den Kontakt zu halten, glaube ich, ist extrem wichtig. Wir sind heute, wir haben überall Management-Leute in der Industrie, die in meinem Semester war. Einer war Europachef bei Thyssen Aufzüge. Man hat da überall viele auch im Mittelstand in der Geschäftsführung. Und dieses Netzwerk trägt einen. Und das geht eben nur, wenn man eben Kontakt hält, weil das Zentrum bleibt die Hochschule. Deswegen glaube ich, kann ich das nur jedem empfehlen, auch dann in Alumni einzutreten, zu gucken, wie kann ich den Kontakt halten. Während der Studienzeit, also wir hatten natürlich, der Höhepunkt damals, und das gibt es im Moment leider nicht mehr, war natürlich das WI-Fest. Ja? Also die WIler haben eine Party organisiert im Jahr. Das war die Party. Ja? Und ich denke jetzt, man sollte wahrscheinlich in Göppingen, egal wo, ja, man sollte mal wieder so einen Höhepunkt für die Gesellschaft organisieren, organisiert bei WI. Und das war ein absolutes Thema für uns, das Management dieses Riesen-Events, die Party danach. Wir sind mit dem verdienten Geld dann nach Moskau gereist. Das war natürlich ein absoluter Höhepunkt. Aber ich muss auch sagen, das Studium insgesamt, die WG, in der ich gewohnt habe. Also es gibt schon, das Studium ist schon ein ganz besonderer, toller Lebensabschnitt. Die Lernkurve, wie man sich verändert, wird fast nie wieder so steil sein wie in diesen kurzen 3 Jahren. Das ist, glaube ich, ein super Anknüpfungspunkt. Du stehst ja jetzt natürlich auch auf der Arbeitgeberseite. Ja. Ja? Und unser Video richtet sich ja jetzt an unsere Studis und natürlich auch an die, die es werden wollen. Vor allem auch an die, die es werden wollen. Hallo. Was würdest du denn sagen, was wäre denn wichtig, worauf sollten die Leute achten in ihrem Studium, bei der Auswahl, aber auch entlang ihres Studiums sozusagen? Was sind denn Sachen, die für euch als Unternehmen unwahrscheinlich wichtig sind? Also ich glaube, als erstes darf man auch bei der Wahl des Studiums nicht zu verkrampft sein. Ja, es ist ein Einstieg in eine Vorbereitung auf eine Karriere im Berufsumfeld. Sie trainiert einen Methoden und sie legt ein Fundament des späteren Lernens in verschiedenen Bereichen an. Wenn man natürlich noch nie was von Elektronik oder IT gehört hat, ist es schwerer, sich das später anzueignen. Aber insbesondere der WI-Studiengang, der legt eben sehr viele Pflänzchen und Samen rein, die später gezogen werden können. Zu meiner Zeit, ich habe extrem viele Zusatzfächer gemacht, Exportwirtschaft. Na, dann hört man mal was von der Hermes-Bürgschaft. Irgendwann in seinem Berufsleben kommt das Thema hoch. Und ich glaube deswegen, man sollte mit einer gewissen Leichtigkeit hingehen. Auf der anderen Seite ist natürlich eben auch ein Wirtschaftsingenieurstudiengang etwas, was einen sehr breit anlegt. Man muss nicht festlegen, was man danach machen. Man kann in die Beschaffung, man kann in die Produktion, man kann in den Vertrieb und bei mir, man kann sogar CIO werden, obwohl man kein Informatiker ist. Also ich glaube, diese Breite ist sehr wichtig. Ich glaube, was schon viele noch unterschätzen heutzutage, auch Studienanfänger, ist, man muss natürlich im ersten Semester sich ganz schön mal reinknien. Ja, von alleine geht das nicht und heutzutage sind dann oft Rückstände in Mathematik oder Physik, die Absolventen mitbringen von den Schulen, wenn die dann ins Studium gehen. Erstes Semester heißt halt knüppeln. Ja, und das ist wie beim Sport so. Und ich glaube, das für Semester, für Studieneinsteiger ein ganz wichtiges Thema. Die Energie sollte man schon mitbringen. Ein Studium geht nicht von alleine. Man muss schon manchmal ein bisschen mehr Energie reinbringen wie im Fachabitur oder im Abitur. Aber es lohnt sich und je tiefer man drin ist, desto leichter wird. Also Markus, du bist ein Crack. Wirklich ganz lieben Dank. Bleib uns erhalten. Wir wissen, dass wir dich da auf dich zählen können. Du bist eine Riesenunterstützung. Ganz lieben Dank. Vielen Dank dir, ja, für die Zeit.